Erfurt verzaubert Gäste und Einwohner mit seiner romantischen Altstadt. 10 prägende Jahre seines Lebens verbrachte Martin Luther in seiner geistigen Heimat Erfurt. Die Zeit im Augustinerkloster hatte erheblichen Einfluss auf das Denken und Wirken des späteren Reformators. Auf dem Domberg ragt das monumentale Ensemble von Dom und Severikirche in den Erfurter Himmel. Im Dom St. Marien wurde Martin Luther im Jahre 1507 zum Priester geweiht. Die spätgotische Westhalle und der 25 Meter hohe und 33 Meter lange hohe Chor beeindrucken die Besucher ebenso wie der Hochaltar. Auf dem riesigen Domplatz mit seiner imposanten Kulisse von Dom und Severikirche lockt Erfurt mit mittelalterlichem Flair. Die schmalen Fachwerkhäuser mit ihren hohen Giebeln entstanden bereits im 14. Jahrhundert und beherbergen heute neben reizenden Läden ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Über die Marktstraße führt der Weg zum Fischmarkt, dem politischen Zentrum Erfurts. Das neugotische Rathaus steht in direkter Nachbarschaft zu imposanten Renaissancebauten, die einst reichen Händlern gehörten. Mitten auf dem Fischmarkt erinnert der Römer in voller Kriegsausrüstung an die Unabhängigkeit der Landeshauptstadt des Freistaats Thüringen. Shoppen in historischer Kulisse. Der 500 Meter lange Anger ist die Hauptgeschäftsstraße von Erfurt. Jugendstilfassaden, barocke Pracht, gotische Schlichtheit und der Monumentalbrunnen am Westende bieten den schönen Rahmen für einen Einkaufsbummel im größten Flächendenkmal Deutschlands. Oberhalb der Altstadt lockt die Stadtfestung auf dem Petersberg mit einer gewaltigen Aussicht. Erfurt ist mehr als eine Reise wert.